Leute, willkommen beim Coppelius Konzerttagebuch aus Berlin. Hiermit sei es eröffnet. Oh, das hast du aber schön gesagt. Egal wie hässlich es wird, es ist jetzt eröffnet und es wird sehr hässlich, wenn es von Coppelius ist. Das, was er sagt. Ja, genau. Was soll das sein? Ich bin jetzt vegan geworden, nicht? Der ist ja streng vegan. Ja? Ja, weil ich muss anprangern, dass die veganen Ersatzprodukte gar nicht so toll aussehen. Aber das sieht ja richtig gut aus. Wie Sie sehen, das riecht auch wie echtes Fleisch. Und das ist süß, ja? Das ist süß, ganz genau. Und ja, ich sage schon, total gutes Umweltgefühl und so. Und das esse ich jetzt mal auf. Ja. Hm. Ja, liebes Publikum, wir sind soeben von der Bühne gekommen, hier am magischen MPS Berlin. Genau. Ja, also das dröhnt noch ein bisschen in den Ohren. Das war aber schön eigentlich. Es hat mir total Spaß gemacht zu spielen heute. Die waren auch sehr gut drauf. Die haben mich angelacht. Die haben mich auf der Bühne angelacht. Das möchte ich mal anprangern, dass der kommt mich heute ange. Der ist dir keine gute Laune mehr erlaubt? Doch. Also, für mich ist es so, das ging mir letzte Woche in Bückeburg auch so, dass ich bin das, also ich habe das ganz vergessen, wie das ist mit dem Adrenalin. Und dann gibt man alles und dann merkt man, man kann nicht mehr. Aber ich fand heute so toll, der Herr von Doppelschlag, der hat so richtig Laune gehabt. Und dann dachte ich mir, so am Anfang, Herr Voss, sind Sie schon so alt, dass Ihnen der Herr Doppelschlag so jung vorkommt? Das hat mich total angefeuert, wie er gespielt hat. Wenn er sein Gesicht so verzieht und so, manchmal, dann hat er auch total Spaß gemacht. Dann haben Sie auch noch gelacht. Und ich dachte, ich glaube, wir haben heute ein gutes Konzert gespielt. Ja, Sie laufen ja auch nicht hin und her auf der Bühne und hüpfen und hier und da und alles. Nee, Sie haben auf meiner Platte, als Sie am Klavier standen, ich bin Schüssen so gemacht, als ich Moor gespielt habe. Aber so, nee, nicht bei Moor. Beim anderen Titel. Und da hat es immer so gescheppert, da muss ich meinen Bass immer ein bisschen hochhalten. Ach hier, bei Zeit und Raum, wenn sie dann so gesprungen sind. Oh, am Klavier. Ja, und dann macht es auch einen Bass. Was machen Sie denn da? Das ist so Schausteller. Warum hast du dir das Hauptteil kurz geschnitten? Das ist so. Ja, es heißt Hamlet. Ich als zweiter Platz des Kostümwettbewerbs sage Ihnen, Coppelius hilft. Hässlich, hässlich. Ende.